Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir sind jetzt bereit, hinter dieses Gitter zu schauen und mal zu überprüfen, ob sich dahinter tatsächlich ein Crawler-Nest befindet. Und zwar haben wir die drei Templer Gornavid, Gornabar und Gornakosch hier für den guten Asgarn. Lass mich vorbei. Ich kenne den Namen nicht mehr. Ja, hier kannst du ja vorbeigehen. Haben wir die für den Guten hier gesammelt, damit sie den Eingang halten können. Und ich würde sagen, das sollte jetzt hoffentlich reichen. Wir reden mal mit Asgard, dass er uns jetzt endlich das Tor öffnet. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Ja, den Schacht muss ich jetzt auch noch selber öffnen, oder wie? Na toll. Kann ich? Moment. Hier liegt ja noch meine alte Fackel rum. Ich würde gerne, wenn das funktioniert, die Fackel ein bisschen weiter beim Schacht fallen lassen, weil dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Denn ihr seht, da ist es sehr dunkel drin. So. Ja, keine Sorge, ich stecke die Waffe ja schon weg. Lass mich vorbei. Macht mal hier keinen Stress. Gut, dann würde ich sagen, geht's los. Kommt her, ihr Mistviecher. Ja, da sind sie gespawnt. Es kommt hier eine ganze Horde an, aber kein Problem. Ich versuche, möglichst viele selber umzubringen. Denn ihr seht, die Templer... Oh, jetzt habe ich den Templer gehauen. Nein! Verdammt. Ja, ich wollte gerade sagen, die Templer rennen da rein und schlagen ordentlich zu und klauen mir die Erfahrung. Aber wie es aussieht, ist es eine schlechte Idee, dann einen Templer aus Versehen zu schlagen. Aber ich habe halt nichts gesehen. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. Oh, sogar 1500 Erfahrung gibt es dafür. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Lass mich mal vorbei. Ja, kein Stress. Dann werde ich jetzt wohl doch erstmal Licht zaubern. Ja, das erste Mal, dass wir einen Zauber wirken. Genau, wir setzen ihn auf die 4 und dann kann ich ihn jetzt auswählen. Ich hoffe, ich habe genug Mana, um den zu wirken. Und das sieht dann nämlich folgendermaßen aus. So. Die Schriftrolle wurde verbraucht. Wir haben Licht gezaubert. Und jetzt kann ich auch tatsächlich... Oh, nein. Rüste das Schwert aus. Wieso kam dann Minecrawler von hinter mir? Habt ihr das gesehen? Der konnte den Minecrawler mit einem Schlag umbringen. Der musste nicht mal irgendwie mehrfach zuschlagen. Bleibt hinten. Ich erledige das schon. Auch wenn das hier gerade echt viele sind. Aber ist kein Problem. Genau, bleibt mal hinten. Solange keiner vor mich geht, wird auch keiner getroffen. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Jawohl. Schon das zweite Level ab hier in der Mine. Müssen wir Schaden? So. Das war wohl erstmal der erste Ansturm und nur einer der Minecrawler ist einem Templar zum Opfer gefallen. Finde ich gut. Der hier. Der kam, ist aber irgendwie hinter mir gespawnt oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht gesehen, dass der hier rausgelaufen ist und auf einmal kam der reingelaufen. Na, wie auch immer. Habt ihr noch was zu sagen? Für Gomez. Nö. Was mit euch? Der Schläfer erwache. Hat keiner von euch etwas zu sagen? Ist jetzt schade. Möge der Schläfer dich schützen. Lass mich mal vorbei. Der Schläfer erwache. Na gut. Also wir werden jetzt alleine in dieses Höhlensystem hier uns reinwagen. Natürlich, nachdem wir erstmal alle Minecrawler ausgenommen haben. Ich kann den hier vorne nicht anvisieren. Na egal. Es sind nur einmal Crawler-Zangen. So. Also wenn ich jetzt einen übersehe, dann ist das nicht so schlimm. Und ihr seht, hier ist es wirklich dunkel drin. Also ich glaube, ich werde auch mal die Fackel mitnehmen. Ich werde erstmal schauen. 160 von 190 Lebenspunkten. Das heißt, ich kann mal eben noch 2 Keulen gebratenes Fleisch essen. Dann habe ich wieder volle Lebensenergie. Und... Ach ja, komm. Ist nicht so schlimm, wenn ich gleich noch eine Fackel verbrauche. Wir haben jetzt erstmal den Nichtzauber. Der wird halt nicht ewig halten. Und dann können wir uns ja ein bisschen umschauen. Ist natürlich auch hier ein tolles Erzvorkommen, das so weit oben ist, dass man da eigentlich nicht rankommt. Und hier haben wir irgendwelche organischen Strukturen. Schaut euch das mal an. Ist wie aus einem Alien-Film. Können wir sogar reingehen. Was das wohl ist. Also sieht ja sehr fleischig aus von innen. Ich will gar nicht wissen, wie das riecht.
Es hat bestimmt keinen angenehmen Geruch, aber glücklicherweise hat das Spiel ja keine Geruchsübertragung. Das wäre zwar manchmal bestimmt sicherlich sehr cool, aber bei anderen Spielen, vor allem wo man durch irgendwelche Dungeons durchläuft, das ist wahrscheinlich nicht so cool. Aber stellt euch das mal vor, ihr habt ein Spiel, wo ihr durch eine riesige Bibliothek lauft und habt dann diesen Geruch von alten Büchern, der übertragen wird. Das ist doch cool. Okay, hier ist nichts drin. Dann gehen wir mal wieder raus. Nicht, dass uns gleich ein Minecrawler auf den Kopf fällt. Und schauen mal. Habe ich beide ausgenommen? Schauen wir mal, wo wir jetzt hier noch hinfinden. Ja, das ist eigentlich auch unser erster richtiger Dungeon hier in diesem Spiel, nicht wahr? Also ich meine, vorher waren wir nur ein bisschen in alten Minen unterwegs und viel in den Lagern. Aber so richtig, da kommen wir nicht hoch, so richtig ein Dungeon hatten wir ja noch nicht. Vor allem, was das für riesige, hohe Decken sind. Mit dem ganzen Zeug, das da oben raussprießt, will ich gar nicht wissen, wo das herstammt. Also ob die Minecrawler das wohl irgendwie erzeugt haben? Ja, da kommen wir auch nicht rein. Oder weiter. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Interessantes entdecken. Natürlich außer weiteren Minecrawlern, versteht sich. Aber die geben schön XP, das finde ich echt gut. Hier brauchen wir denn noch zum Level-Up? Ich meine, wir hatten gerade erst eins, aber ja, noch ein bisschen weniger als 5000 XP. 4670, wenn ich gerade richtig gerechnet habe. Da gebe ich natürlich keine Gewähr drauf, denn wenn ich hier gleichzeitig spiele und euch Sachen erzähle, dann muss meine Mathematik nicht gerade gut sein. Also, das heißt, meine Mathematik, mein Kopfrechnen muss da nicht gut sein. Ich weiß nicht, ob man Kopfrechnen als Mathematik bezeichnen möchte. Jeder, der etwas mit Mathematik studiert, sei es jetzt reine Mathematik oder Informatik oder irgendwelche Ingenieurwissenschaften, wird dann Kopfrechnen nicht mehr so ganz als Mathematik bezeichnen. Ist halt Rechnen. Oh nein, unser Lichtzauber ist weg. Okay, ich werde mal... Werde ich eine Fackel anmachen oder noch einen Lichtzauber? Das ist jetzt die Frage. Ach komm. Wir haben die Spruchrollen, ja. Da benutzen wir sie jetzt auch einfach mal. Ansonsten bleiben die sowieso wieder nur in meinem Inventar übrig und ich werde sie nie wieder anwenden. Und das ist dann ja auch doof. Ja, ist auch nichts drin. Erstaunlich wenig Höllenpilze oder Sklavenbrot hier. Nur diese roten und blauen Pilze. Ja. Man sieht nichts. Nein! Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dieser Mauer, wo ich gerade eben stand und meinte, da kommen wir nicht weiter. Aber wir kommen doch weiter. Okay, ich komme wieder hoch. Ich wollte das halt vorher nicht ausprobieren, weil ich die Runde hier rumgehen wollte. Und das habe ich ja gemacht, aber naja, es ist halt eine Abkürzung, um schneller wieder rauszukommen später. Ganz bestimmt. Ja. Aber uns erwartet hier noch ein weiterer Tunnel. Mit rotem Geflecht an den Wänden. Also ich finde, das ist schon für die grafischen Verhältnisse von damals echt atmosphärisch gemacht hier. Vor allem, dass es so dunkel wird und dann dieses rote, halb durchsichtige Geflecht an den Wänden und am Boden überall, das gefällt mir schon. Und dann natürlich überall diese Minecrawler. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Schwert ausrüsten. Ja, was ihr gerade gesehen habt, das ist halt ein Magie-Menü. Das heißt, wenn ich mehrere Zauber auf mehrere Hotkeys gelegt habe, jetzt ist die Spruchrolle verschwunden, dann kann ich damit zwischen den Zaubern schnell hin und her wechseln. Also wenn ich nicht die Tasten erreichen möchte. Oder wenn ich mir nicht mehr sicher bin, auf welcher Taste welcher Zauber liegt. Oh, was ist das? Erstmal den Minecrawler erledigen. Habe ich den gerade hier oben ausgenommen? Sagt mal... Ich mache das immer so nebenbei und dann vergesse ich das wieder. Das ist so ein halber Reflex und wenn ich dann aktiv drauf achte, dann weiß ich es nicht mehr. Was haben wir denn hier? Also erstmal Minecrawler-Zangen. Was bist du? Eine Minecrawler-Königin, die richtig fett und aufgeblasen ist und sich nicht bewegen kann.
und uns damit auch nicht angreifen kann. Oh, sie kann sich drehen. Lalalala. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sie macht. Tatsächlich. Aber gut, ich würde sagen, wir tun dieser Mine mal einen Gefallen und erlegen die Minecrawler-Königin. Oh, ihr seht auch, die hält richtig, richtig viel aus. Moment, ich möchte mich mal testweise von ihr angreifen lassen, deswegen speichere ich das jetzt hier, weil mich interessiert, wie viel Schaden sie macht. Komm, greif mich mal an. Oh, das ist schon ordentlich. Ich denke mal, wenn ich keine Rüstung an hätte, dann würde sie mich mit ein, zwei Schlägen wirklich K.O. kriegen. Aber ihr seht, die kann nichts. Die ist halt einfach hier, gibt aber ordentlich Erfahrung. Und hat nicht mal was dabei. Aber, wir haben es gerade schon gesehen, wir haben hier Minecrawler-Eier. Vielleicht ist genau das, das, wonach Korkalom gesucht hat. Vielleicht lässt sich aus den Eiern ja mehr Sekret gewinnen als aus den Zangen. Wir werden es sehen. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir mitnehmen können, bis auf die kaputten, wo vermutlich schon Minecrawler draus geschlüpft sind. Seht es euch an. Also es sieht tatsächlich schon ein bisschen aus wie eine mutierte Ameise mit einem riesigen Hinterteil. Ha. Also solchen Geschöpfen möchte ich auf jeden Fall nicht im echten Leben begegnen. Aber nun gut, ich würde sagen, wir haben unsere Aufgabe hier erledigt. Wir haben ein paar Minecrawler-Eier mitgenommen und ansonsten gibt es ja hier nichts weiter. Zumindest habe ich keinen Gang gesehen, den wir sonst noch entlang gehen können. Deswegen machen wir uns mal wieder auf den Rückweg, berichten den Templern davon, dass jetzt hier die Königin tot ist und ihr am besten auch. Und ja, mal schauen, was wir uns dabei herausspringen. Vielleicht kommt ja was Schönes. Schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir dann zurück zu Korkalom und ihm die Eier vorbeibringen. Und vielleicht war das ja wirklich genau das, wonach er gesucht hat. So, ich finde das witzig, dass hier der Boden erst auftaucht, wenn man runterfällt. Und wenn man da oben steht, ist das einfach ein schwarzer Abyss. Ein Abgrund. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so sonderlich schwer. Wir sind irgendwie schon ein bisschen zu stark für diesen Abschnitt im Spiel. So, ich bin wieder da. Na, wie geht's euch? Die Bedrohung durch die Minecrawler dürfte beendet sein. Das ist eine gute Nachricht. Werde gleich einen Boten zu Torus schicken. Oh, okay. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Wird er bestimmt machen. Der Schläfer erwache. Ich frag mich zwar, wie er das machen möchte, wenn er schläft, aber nun gut. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Korkalom erwartet dich bestimmt schon. Der Schläfer erwache. Lass mich vorbei. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Tja, leider gehöre ich aber schon im alten Lager an. Da kommst du ein bisschen zu spät. Möge der Schläfer dich schützen. So, ich möchte mal eben in mein Questbuch schauen. Die große Sache der Bruderschaft. Okay, es gibt noch kein Update. Ich vermute mal, wenn ein Update kommt, können wir zurück zu Raven gehen und ihm berichten. Ich glaube, ich habe das Spiel tatsächlich noch nie als Mitglied des alten Lagers komplett durchgespielt. Nur als Mitglied des neuen Lagers. Na gut, egal. Gehen wir mal erstmal zu Ian, würde ich sagen, und berichten ihm, dass in seiner Ruhe, in seiner Ruhe könnte jetzt mehr Mine herrschen, genau. Einmal andersrum, bitte. Hoffen wir jedenfalls. Du hast doch Erz, oder? Ich möchte eben noch mit ihm handeln hier. Wenn er denn mit dem Blaseball fertig ist. Für Gomez! Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Ach, bestimmt. Ja, schaut euch das mal an. 500 Erz. Da finden wir bestimmt etwas zum Eintauschen. Wir haben doch hier Blutfliegenstachel, Krallen. Komm, gehen wir mal hier das Ganze, die ganzen Jagdtrophäen. Hier noch irgendwas? Eine Laute. Lurkerhaut, Lurkerklauen. Wieso haben wir so viel Besteck? Kannst du gerne auch haben. Okay, das ist zu viel. Da müssen wir wieder etwas zurücknehmen. Nein! Mist!
Ich habe gerade ein kleines Problem. Moment, ich muss mal eben in die Optionen gehen. Denn ich habe ja meine Tastatur auf WASD eingestellt. Und bisher war es so, dass ich mit A und D immer in 10er Schritten nach links und rechts die Waren verschieben konnte und mit den Pfeiltasten in einer Schritten. Leider reagieren die Pfeiltasten gerade so gar nicht. Deswegen muss ich einmal wieder sehr professionell sein und das Ganze hier Cursor left, Cursor right. So, das funktioniert dann hoffentlich. Probieren wir das nochmal. Für Gomez. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Aber selbstverständlich so. Dann muss ich nochmal hochscrollen. Wie viele Münzen? 2500 Münzen. Ist das krank? Und die sind zu nichts gut. Sie haben nicht mal einen Wert. Aber hey, falls wir irgendwann mal hier aus diesem Gefängnis rauskommen, haben wir auf jeden Fall schon mal einen beachtlichen Barbestand. Mit dem kommen wir dann erstmal ein bisschen über die Runden. Würde ich sagen. Aber jetzt sind die ganzen Sachen und so ganz nach unten gewandert. Was ist jetzt passiert? Jetzt hat sich gerade das Fenster minimiert. Was ist passiert? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren. Ja, ich habe keine Ahnung warum und ich habe keine Ahnung, wie ich das rückgängig mache. Ich würde sagen, ich mache mal kurz eine Pause in der Aufnahme, starte das Spiel neu. Und ich habe nicht gespeichert, ne? Ich habe nicht gespeichert. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ob ihr gerade was sehen könnt. Moment, kann ich nicht? Jetzt funktioniert es wieder. Ich hoffe, die Aufnahme wurde nicht unterbrochen. Ich werde mal eben speichern und schauen, ob noch alles gut ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Anscheinend hat die Aufnahme weiterhin aufgenommen. Das heißt, ihr seht immer noch das richtige Bild, während ich es halt nicht mehr gesehen habe. Ich hatte nur noch so ein kleines Kästchen mit den Buttons oben verschließen, maximieren und minimieren. Aber das Bild wurde halt nicht mehr angezeigt. Keine Ahnung warum. Aber jetzt geht's wieder und jetzt können wir nochmal versuchen, hier den Handel abzuschließen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. So, versuchen wir das doch nochmal. So. Ah, was hat mir denn angedreht? Wir hatten ihm die Krallen gegeben. Wir hatten ihm die Blutfliegenstacheln gegeben. Wir können ihm eigentlich, na, Crawler-Zangen möchte ich ihm eigentlich nicht überlassen. Wobei, geben wir ihm erstmal Zähne. Das kann man auch irgendwie besser dosieren. Im Ernst? Wieso sind jetzt die Pfeiltasten auch? Ach, ich glaube, ich weiß, wie ich das hinkriege, ohne dass ich in 10er Schritten gehe. Moment, das müsste dann vermutlich so funktionieren. Ja, okay, ich habe die Tasten gefunden. Es ist nicht nach links und rechts, sondern es ist nach links und rechts drehen. Und die habe ich auf Q und E gelegt. Super. Das heißt damit, Moment. Ein Fell möchte ich dann doch wieder rüberpacken, denn wir haben dann genau 509 Erz und das ist, was er hat. Das gebratene Fleisch, was er hat, das kümmert mich nicht. Wir haben so viel davon. Und wir werden in Zukunft sowieso mehr Heiltränke verwenden als Nahrung. Deswegen passt das schon. Aber das Erz, das nehme ich sehr gerne mit. So. Dann können wir jetzt doch tatsächlich zu ihnen gehen. Aber erst möchte ich noch gucken, ob die normalen Templer etwas zu unserer Tat sagen. Nein! Was liegt an? Hör mal, musst du eigentlich... Entschuldige, ich habe zwar gerade das Nest der Minecrawler gefunden, ihre Königin ermordet und werde jetzt ewigen Ruhm bei Kor Kalom ernten, aber entschuldige, dass ich versuche, eine Konversation mit dir zu starten. Ich bin ja nur der Protagonist dieses Spiels, also was kann ich denn schon? Nix. Ich bin ja nur ein Schatten. Ich bin einer von denen, denen die Mine hier gehört. Und du hast so eine große Klappe. Ist klar. Du bist jetzt nicht mehr gebraucht, wo das Nest der Minecrawler kaputt ist, ja? Also hier, pass mal auf. Denn die Minecrawler sind alle aus der alten Mine vertrieben. Also gut, es kann natürlich noch mehr Nester und mehr Königinnen geben, weil Ian meinte ja, dass vermutlich der gesamte Berg hier durchtunnelt ist mit Nestern. Aber das ist irrelevant. So, hast du irgendwas Schönes für mich zu sagen? Für Belohnung Gomez oder so wäre schön? Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Ah, okay, 6 Bier. Ich schaue mich mal um. Na gut. Mach keinen Ärger. Finde ich jetzt nicht so toll, die Belohnung, aber hey. Zumindest, sieht er ein, dass sie was Gutes für die Mine getan haben. Das ist auch schon mal was wert. Besser als Leute, die dann sagen, ach ja, pf. Und jetzt, willst du jetzt eine Belohnung haben oder wie?
Naja. Dann gehen wir mal zu Korkalom. Eigentlich könnte ich den Weg schneiden. Fällt mir da gerade so auf. Wenn ich genau drüber nachdenke, vielleicht mache ich das auch einfach. Denn, ich glaube, dass das nicht besonders spannend ist für euch, wenn ich jetzt einfach den Weg zurückgehe. Deswegen würde ich sagen, mache ich mich einfach auf den Weg. Ich meine, ihr seht ja oben links, nordwestlich von dem nördlichen Wald, ist halt die alte Mine. Und unten rechts ist, also rechts da, wo der Sumpf ist, ist das Sumpflager. Und den Weg werde ich jetzt zurücklegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis dahin. Ja, da habe ich es ja super geschafft, an genau der richtigen Stelle die Aufnahme gerade zu pausieren. Ich bin hier hochgegangen, wollte über die Brücke gehen und ratet mal, was passiert, wenn man das tut. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, aber oder ahnen können, aber naja. Hey, gute Arbeit, das mit den Crawlern. Damit hast du dir deine Aufnahme bei den Gardisten verdient. Geh doch mal zum alten Lager und sprich mit Torus darüber. Womit auch klar wäre, ab wann wir im alten Lager aufsteigen können, nämlich jetzt. Deswegen würde ich sagen, bevor wir uns zu Korkalom auf den Weg machen, schauen wir erstmal im alten Lager bei Torus vorbei und gucken mal, was wir da so machen können. Also bis gleich im alten Lager. Ja, da sind wir also beim alten Lager. Ich bin mal eben hierher gelaufen und wir können jetzt mit Torus reden an diesem schönen verregneten Abend. Oder ist es überhaupt noch Abend? Wie viel Uhr haben wir denn? 23.18 Uhr, ich würde sagen, das kann man noch als Abend bezeichnen. Hey, gut, dass du da bist. Torus will dich sprechen. Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Ja, das wissen wir doch schon. Aber gut, dann gehen wir mal mit Torus reden, falls er denn noch vor der Burg steht. Ich vermute mal, wir müssen erstmal schlafen gehen, um die Zeit voranschreiten zu lassen. Dann wird das auch alles ein bisschen einfacher. Ja, er steht nämlich gar nicht hier, seht ihr? Na gut, dann rennen wir mal eben zu unserer Hütte. Ich glaube, das ist momentan der sinnvollste Ort, an dem wir uns schlafen legen können. Dann heilen wir uns damit auch nochmal und vielleicht läuft uns nochmal Matt über den Weg. Dann geben wir ihm... Da, ja, wenn man von Teufel spricht. Hast du mal jemand von außerhalb besucht? Wohl kaum, was? Weil die kommen ja dann nicht mehr raus, oder? Matt, wie wär's, wenn du mich einfach mal... Wieso ist der voll geheilt? Wie wär's, wenn du mich einfach mal in Ruhe lässt? Irgendwie hatte ich das in Erinnerung, dass der sich nicht heilt, aber na egal. Dann können wir ihn noch öfters schlagen. Immer wenn er ankommt, einmal mit dem Handschuh eins mitten ins Gesicht rein. Oder wie man das so im Gothic-Jargon sagt, da gibt's einmal volles Pfund aufs Maul. So. Aber erstmal ruhen wir uns von den Strapazen aus hier in unserer trockenen Hütte. Ich meine, das war schon eine ganz schöne Arbeit, die wir da geleistet haben in der alten Mine. Wir müssen erstmal den ganzen Gestank von den Minecrawlern loswerden, wobei das hilft Schlafen natürlich nicht, aber der Lauf im Regen hat da ein bisschen geholfen, das abzuwaschen und das war dann natürlich, jetzt sind wir richtig durchnässt gewesen und müde und wollten einfach nur noch schlafen. Das haben wir jetzt gemacht. Es ist jetzt 8.04 Uhr, wir haben solide 8 Stunden geschlafen ungefähr. Matt rennt immer noch vor uns weg, aber wir können uns super abholen, nicht wahr? Für Gomez! Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Dankeschön. Nicht, dass ich sie irgendwie nutzen würde, aber es ist schön, sie zu bekommen. Gut, dann reden wir mal mit Torus und schauen, was er uns genau zu sagen hat. Vorher speichere ich aber nochmal. Für Gomez. Wir können ihm jetzt sagen, dass wir Mitglied des Lagers sind. Cool. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Ach nö, Mark, geh weg. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego. Zu Gomez oder Raven solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben wenig Ärger mit den Typen aus dem neuen Lager. Mir machen eher die Sektenspinner Sorgen. Du wolltest mir etwas mitteilen? Ja,
Durch das, was du in der Mine getan hast, hast du nicht nur deine Tapferkeit, sondern auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus? Also eigentlich interessiere ich mich ja eher für die Magie. Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Dann solltest du vielleicht mit Koristo sprechen. Er hat auch Milton unterrichtet. Ich bin sicher, dem steht nichts im Wege. Tja, Matt. Jetzt, wo du bei mir bist, können wir ja mal einigen Arschlöchern aufs Maul hauen. Die haben mich jahrelang getriezt. Wenn ich einen von denen sehe, dann sag ich ihnen die Meinung. Das ist eine gute Idee. Wir werden jetzt mal einem Arschloch aufs Maul hauen. Na, ich muss näher ran. Es gibt nicht mal Erfahrung, wenn wir ihn niederschlagen. Hallo? Gehst du wohl auf? Dankeschön. Na, dem hast du es aber gezeigt. So, ich hoffe, er lässt uns jetzt in Ruhe. Ja, das ist so ein kleiner Scheideweg hier. Im alten Lager müssen wir uns entscheiden, ob wir lieber Gardist werden wollen und dann halt so eine schnieke Rüstung hier kriegen, wie, naja, nicht direkt wie Torus, aber wie hier zum Beispiel die Torwache. Schon gut, schon gut. So, und jetzt? Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich steh auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, wir sind mattlos. Lass mich vorbei. Was, willst du noch mal eins aufs Maul? Ich glaube, wir sind... Vor allem, wie viel Blut er dabei verliert. Ich glaube, wir sind Matt jetzt ein für alle Mal los. Ja. Also wir können uns entscheiden, ob wir ein Gardist werden wollen des alten Lagers oder ob wir halt den Feuermagiern beitreten. Und da das von Anfang an mein Ziel war, hier in Gothic mal die Richtung der Magie zu nehmen, ja, machen wir das doch einfach. Und deswegen habe ich auch nochmal geschlafen. Ich wette, wir hätten Torus hier irgendwo in einem der Häuser finden können. Aber wir müssen dann natürlich auch mit den Magiern reden. Und es ist ganz gut, wenn es Tag ist, weil dann sind sie draußen. Hallo Milton. Wir haben von deiner Leistung in der alten Mine gehört. Ohne die Minecrawler ist der Erzabbau viel sicherer geworden. Auch Koristo weiß davon. Er wünscht dich zu sprechen. Geh zu ihm. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Tja. Aber ich würde sagen, das war schon was Herausragendes. Das heißt, wenn wir mit Koristo reden dürfen, dann dürfen wir jetzt das erste Mal hier den Tempel der Feuermagier betreten. Denn da darf man sonst ja nicht rein oder man wird sofort von den Feuermagiern angegriffen. Hallo Koristo, oder hat eine andere Robe. Sei gegrüßt. Ah. Erzähl mir, wie ist es, ein Magier zu sein? Wir sind die Magier des Feuers. Die Diener von Innos, dem Obersten aller Götter. Unsere Magie ist ein Geschenk der Götter. Wir sind auserwählt, zugleich Priester, Lehrer und Richter zu sein. Ein Geschenk, das zugleich eine Bürde ist. Ein Amt, das unser Leben bestimmt. Ich möchte in den Kreis der Magier aufgenommen werden. Du willst also ein Magier des Feuers werden. Schon viele wollten uns angehören und nur einen habe ich in all den Jahren zum Lehrling genommen. Alle anderen haben versagt. Dein Geist ist reif für die Aufnahme. Wenn du Magier werden willst, dann muss ich dich zuvor prüfen. Sag mir Bescheid, wenn du dich dieser Prüfung unterziehen willst. Also selbstverständlich wollen wir uns der Prüfung unterziehen. Aber ich glaube, vorher speichere ich nochmal. Nicht, dass irgendwas schief geht. Sei gegrüßt. Ich bin bereit. Stell mich auf die Probe. Gut. Du hast der Bruderschaft im Sumpf einen Dienst erwiesen, richtig? Ja, also noch nicht, da wir die Eier noch nicht zurückgebracht haben, aber im Grunde ja. Haben wir noch was anderes für die gemacht? Ich glaube nicht, bisher. Haben wir mit Iberion geredet? Ja. Wie ist der Name unseres Gottes? Gomez ist der Name eures Gottes. Nein, Gomez ist hier der oberste Erzbaron. Der Schläfer ist natürlich
die Gottheit, die von Insektenlager angebetet wird. Adanos ist der, der von den Wassermagiern angebetet wird, und beziehungsweise von dem die Wassermagier ihre Magie beziehen, und Innos halt von den Feuermagiern. Innos. Was ist die höchste Tugend? Oha. Die Ehrfurcht vor den Göttern, die Disziplin des Mannes, die Demut vor der Magie. Aber selbstverständlich, alle müssen demütig vor mir sein. Ha. Die Ehre des Kämpfers. Also ich vernehme mal an, die Ehrfurcht von den Göttern ist die oberste Tugend. Was die Tugend? Ich weiß nicht mehr. Weil die Feuermagier sind ja gleichzeitig auch Priester des Gottes Innos. Deswegen Ehrfurcht von den Göttern wird da wahrscheinlich richtig sein. Die Ehrfurcht vor den Göttern. Du hast gut und recht geantwortet. Jawohl. Ich werde dich die Kunst der Magie lehren. Jawohl. Folge mir nun zur Halle der Magie, wo du den alten Schwur leisten wirst. Aber sowas von. Gehen wir mal langsam hinterher. Ich glaube, das habe ich noch nie gezeigt im Spiel, dass man auch langsam gehen kann, oder? Oh. Oh, hier sind ja noch mehr Magier. Wen haben wir denn da? Ah. Wir sind heute zusammengekommen, um einen Diener des Feuers zu weihen. Schwöre nun den Eid des Feuers. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei der Macht des heiligen Feuers. Ich schwöre bei der Macht des heiligen Feuers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit der Flamme verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit der Flamme verbunden sei. Bis mein Körper einkehrt in Belias Reich und das Feuer des Lebens erlischt. Bis mein Körper einkehrt in Belias Reich und das Feuer des Lebens erlischt. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nimm diese Rune als Geschenk von Innos. Sie schütze dich auf deinem Weg. Jawohl. Jawohl. Jetzt haben wir auch eine schnieke Feuermagierrobe. Schauen wir uns die doch direkt mal an. Beziehungsweise schauen wir uns erstmal die Rune an, die wir bekommen haben. Feuerpfeil. Kreis 1, Mana-Kosten 1, Feuerschaden 30. Moment, ich möchte gerne das wegrüsten und das... Es fehlen eine magische Zauberstufen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Ja, wir können sie noch nicht nutzen, aber das werden wir uns gleich drum kümmern. So, schauen wir uns erstmal die Robe an. Eine Feuermagierrobe. Schutz vor Waffen 40, Schutz vor Pfeilen 5, Schutz vor Feuer 25 sogar und Schutz vor Magie 5. Vergleichen wir das mal mit unserer alten Rüstung. Ja, also wirklich mehr Schutz vor Waffen und Pfeilen haben wir nicht. Aber das war ja, die Schattenrüstung hat ja schon ganz guten Schutz. Aber dafür noch ein bisschen mehr vor Feuer, ein bisschen mehr vor Magie, und wir haben sie kostenlos bekommen. Da möchte ich mich jetzt nicht beschweren. Tja. Für jeden der Kreise gibt es ein Buch, in welchem die Zauber des Kreises erklärt werden. Studiere sie genau. Denn Wissen bedeutet Macht. Nimm das Buch des ersten Kreises und lerne das Feuer zu verstehen. Werde ich machen. Hat sonst noch jemand was für mich? Möge das Feuer dich allzeit beschützen. Geh zur Seite. Alles klar. Ja. Oh, was war das? Zaubert da jemand? Drago. Schöne Zaubereffekte. Nun gut. Ja, jetzt sind wir auch Mitglied der Feuermagier. Wenn wir uns jetzt auch mal hier anschauen, Gilde oben links, sind jetzt nicht mehr die Schatten, sondern die Feuermagier. Tja, und genau für diesen Zweck habe ich mir die Lernpunkte aufgespart, wo wir jetzt 50 haben. Und eventuell müssen wir noch ein bisschen jagen gehen in der nächsten Folge, damit ich noch ein bisschen mehr Lernpunkte kriege. Das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall werden wir uns erstmal ein bisschen mit der Magie befassen, aber das spare ich mir für die nächste Folge auf. Schaut mal. Tja, das Feuer ist gefährlich, nicht wahr? Erstmal machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Ich meine, wir haben ja ordentlich was geschafft. Wir haben die Königin
der Minecrawler erledigt und sind dafür zum Feuermagier befördert worden. Und das ist doch schon ein schönes Ende. Also diese Beförderung. Und dann schauen wir uns das nächste Mal hier diesen Tempel genauer an. Diese Kirche, das Kloster, wie auch immer. Den Ort hier halt. Und gucken wir uns mal an, wie das mit der Magie so ist. Habe ich jetzt eigentlich mein Schwert komplett abgerüstet? Ja, es wurde mir abgelegt. Aber ich kann es wieder mitnehmen. Moment, das mache ich mal eben. So, also wir können auch nach wie vor mit dem Schwert kämpfen. So ist es nicht. Ne? Also wir müssen jetzt nicht exklusiv die Magie benutzen. Unsere Stärke und so kommt uns immer noch zugute. Und ich werde eventuell auch noch ein bisschen was in Stärke investieren oder so später, wenn ich Lernpunkte übrig habe. Denn für so Gegner wie Scavenger oder so, die ich in einem Schlag erledigen kann, werde ich ganz bestimmt nicht meinen Mana verbrauchen. Ja, das spare ich mir dann lieber für die stärkeren Gegner auf. Aber wie gesagt, ich muss da selber auch erstmal ein bisschen experimentieren, weil es das erste Mal ist, dass ich als Magier spiele. Ich finde gerade hier die Symbole an den Wänden und an der Decke gerade ziemlich cool. Egal, ich wollte die Folge beenden. Wie gesagt, wir werden dann in der nächsten Folge uns mal ein bisschen damit beschäftigen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.